Über 10 Jahre ist es her, dass sich Bushido und Anna Maria Fatschichi kennenlernten. Heute haben die beiden 7 gemeinsame Kinder. Doch wie Anna Maria zu Anfang über den Gangster-Rapper dachte, überrascht. Anna Maria Fatschichi, 41, hat für die Liebe ihres Lebens viel auf sich genommen. Jahrelang lebten sie und Ehemann Bushido, 44, in Angst vor Clanchef Arafat Abu Cheka, konnten nur unter Polizeischutz das Haus verlassen. Standen einen nervenaufreibenden Gerichtsprozess durch, bis sie schließlich vor ein paar Monaten mit den 7 gemeinsamen Kindern nach Dubai auswanderten. Seitdem bauen sich die Fatschichis dort ein neues Leben auf. Anna Maria Fatschichi dachte nie, dass sie Bushido heiraten würde. Blickt Anna Maria heute zurück auf die Anfänge der Beziehung, findet sie deutliche Worte über ihre Gedanken und Gefühle gegenüber ihres Ehemannes. Als sich die beiden 2011 kennenlernten, war Bushido auf dem Höhepunkt seiner Karriere und galt als Deutschlands erfolgreichster und provokantester Gangster-Rapper. In der neuen RTL-Doku Bushido Anna Maria, Alles auf Familie, erzählt Anna Maria, wie ihre damalige Meinung über ihren heutigen Mann aussah. Ich hätte es in 100 Jahren nicht gedacht, dass ich Bushido heirate, sagt sie darin aus Überzeugung. Die Erklärung ist einleuchtend. Anna Maria begleitete ihre Schwester Sarah Connor, 42, damals öfter zu Veranstaltungen und kam dort auch mit Bushido und seiner Entourage, wie sie es nennt, in Berührung. Ich fand die fürchterlich. Ich hab die gesehen von Weitem und dachte, unerzogen, laut, unangenehm, ekelhaft, prollig. Ich habe mich nicht in Bushido verliebt, sondern in Anis. Den Hintergrund mit dem Abu Cheka Clan kannte Anna Maria aber nicht, ich wusste nichts. Hätte ich mich wahrscheinlich mal ein bisschen umhören müssen. Ich wusste, dass man ihm gewisse Dinge nachsagt. Hinterher ist man immer schlauer. Ich habe mich in diese Person verliebt als Menschen, nicht in den Bushido, sondern in Anis. Und dieser Mensch Anis Fatschichi hat Anna Marias Herz erobert. Während er bereits zu Anfang schnell großes Interesse an einer ernsteren Beziehung mit ihr entwickelte, wollte Anna Maria zuerst nur eine lockere Geschichte.